Das Weingut Graziano della Setta ist eines der ältesten Weingüter in der Region Montepulciano. Die Reben wachsen auf dem Graziano-Hügel, einer der ältesten und prestigeträchtigsten Crews von Montepulciano. Die Besitzer setzen auf eine Mischung aus traditionellen Arbeit zusammen mit moderner Weinbautechnologie und biologischer Anbau. Graziano della Setta, Vino Nobile de Montepulciano. Und jetzt kommen wir zum Vino Nobile de Montepulciano. Das heißt natürlich nicht Nobile umsonst. Der ist einfach edel. Das ist die edelste Expression von die Prugnolo Gentile Traube oder Variante von Sangiovese. Mit ein bisschen Hilfe von Merlot dabei, also zum 10% halt, ein bisschen so kurviger zu machen. Aber auf jeden Fall hier ist die Sangiovese absolut toskanisch. Mit dieser unglaublichen Aromenmischung aus italienischen Kräutern wie Rosmarin, Oregano, mit dieser Waldboden, dieser Herbstgefühl im Glas, diese Leder, dieser Tabak, dieses Tee, also alles dabei. Das ist toskanisch durch und durch. Und zu trotz seiner Struktur aber verliert er keine Frische. Sangiovese besteht aus einer gewissen Säure, das ihn wirklich nachhaltig macht, sehr lebendig und auch vor allem langhaltig im Keller macht. Und einen schönen Tannin für Struktur. Auf jeden Fall hier wird das im Stalltank vergoren. Dann danach 24 Monaten in einer Mischung aus französisch und slowenischen Eiche gelagert, also für die halt Körperunterstützung. Und am Ende kommt sowas von Integriertes und Schönes raus. Das macht absolut Spaß am Tisch, weil kann ich auch sagen, als Italiener, also das steht immer im Mittelpunkt im Leben, denn Tisch und Familie und Essen. Und auf jeden Fall liebt er Essen. So gib ihm das. Ganz einfach.